Hallöchen, liebe Leute, kennt ihr das Spiel noch, was wir hier gerade vor uns haben? Ja, es ist The Whispered World. Ja, und mein Mikro hängt wieder sonst wo. Scheiße, du. Was haben wir hier? Schraubstock, Schrank, Tür, Zahnmechanismus, kaputtes Zahnrad, Axt, Schalter. Können wir die Axt nehmen? Können wir den Schraubstock nehmen? Okay, das geht nicht. Schrank, nehmen. What the fuck? Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Hat der einen Vogel oder was? Very lustig. Und ich weiß nicht, die Atmosphäre, ich finde die sehr beeindruckend. Aber wenngleich, da fällt mir gerade was ein, wartet mal. Irgendwas haut mit den Optionen nicht hin. Jetzt gibt's nur die Option. Gibt's gar keine andere Grafik? Nö, es gibt keine andere Grafik. Cool. Ja, dann würde ich sagen, ja, bleiben halt bei der Auflösung, ne? ja, wir haben uns ja jetzt hier mit dem Bando da, mit dem Typ da, dem Spaß da unterhalten. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter, was es hier sonst noch für Häuser gibt. Lauf mal durch hier. Ja, ich nehme gerade montags auf, am 20.01. Ja, hab gerade wieder ein bisschen Zeit, wir haben heute letzte Arbeit geschrieben, Gemeinschaftskunde-Klausur. Ja, Klaus Urne. Was? Wo? Oh Wer wagt es, Gott. mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Ich. Hallo. Was druckst du da rum? Komm her, wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich bin. Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Na, so ein Spast. Ich bin Sedwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja Ich hervorragend. will auch Ich nichts brauche kaufen. nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut Naja. wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Nein, weil du bist nämlich ein komischer Spast und gruselig und unfreundlich. Depp, Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Was sind denn Yakis? Und haben die eine Jacke an die Yakis oder was? Ich glaube, da habe ich was Ich falsch muss Kalida verstanden. finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Ah je, der Spaß, der sieht aber müde aus, dann soll der mal Du siehst weiterschlafen, der müde Depp. aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das Deine Fresse, ungefragt du in meinem Büro Spast. platzt Mann. und Gib ununterbrochen mir nicht. redet und redet. Meine Güte! Bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf! Okay. Das ist ja mal ein Typ, da krieg ich Schaplack, kriegst du. Ja, eigentlich, warum ich montags aufnehme? Ja, Wochenende hatte ich keine Zeit. Sonntag musste ich auf die goldene Hochzeit meiner Oma. Scheiß Verwandtschaftsscheinheiligenveranstaltung. Also sorry, aber ich kann so, ich mag so Veranstaltungen. Oh, ne. So Scheinheiligkeit geht mir grundsätzlich total auf den Piss. Aber naja, gut, da kann man auch nicht viel machen, ne? Und, ja, ich gucke halt ein bisschen. Ich habe Snickers neben mir liegen, aber ich will es nicht essen, weil davon wird man fett. Ich muss nämlich im Moment ein bisschen aufpassen, ich bewege mich zu wenig. Weil, weißt du, es ist so pissiges Wetter da draußen, ja? Das ist so regnerisch, trüb und kalt und bah.
Ich will nicht so fett werden. Aber na gut, ich glaube, jetzt habe ich erstmal wieder genug erzählt. Jetzt können wir uns wieder ein bisschen dem Dialog widmen. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott! Nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl am Abgrund? Doch nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Depp. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Oh, je. Na ja, Stunden später. Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Das ist ein schräger Vogel. Beep, 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 beep. Gott, Entschuldigung, Warum was? lässt du nicht noch mehr Perlen machen? Was soll denn die Frage jetzt? Bist du wirklich so dumm oder gehört das zu deiner Clownsnummer? Wozu in aller Welt sollte irgendwer mehr als 10.000 Perlen benötigen? Mehr als 10.000 Perlen? Da hört sich einer den Spinner an. Ich sag, der Spinner mit 10.000 Perlen, ne? Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown! Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen! Und das ist mein voller Ernst! Wenn der Ernst aber ein bisschen leer ist, muss ich mir dann auch Gedanken machen. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach, ignorier diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lasse ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Yakis fern. Was sind Yakis eigentlich? Was sind Yakis? Nervige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Ja, die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht, was man von dir leider nicht behaupten kann. Alter, ist das ein Typ, der geht mir jetzt schon mega auf den Piss. Allerdings ist euch mal aufgefallen, wie hell das Zimmer ist und dass der trotzdem schlafen kann. Der Bär sieht aus wie weiblich, der ist voll die Titten. Gott, ist das wieder ein Niveau-Let's Play, hey, das ist unglaublich! Hinterer Teil der Insel? Ja, wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai, zu den Yakis und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Aha. Na dann. Wollen wir dich da nicht mehr haben, ne? Du komischer Koboldspast mit weißen Augen. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein, er heißt Kerek. Ein schöner Name. Kerek und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Kerek kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Cool. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Kerek ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass sich hier kein Gesindel rumtreibt, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Naja, dann soll er mal schön abperlen, ne? Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen.
Gucken wir uns mal das Haustierchen an, ne? Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht, aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Muss uns das jetzt Sorgen machen? Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Da bist du arm dran. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Ich wollte mich einen Augenblick setzen. Aber nicht da! Dieser Stuhl ist eine Antiquität. Aber wo sitzt dann der Besuch? In seinem Boot. Zurück nach Hause paddelt. So ein Idiot. Was haben wir hier sonst noch so? Ach du Scheiße. Schreibtisch, Haustier. Was ist das denn? Uhr, Schweinekopf. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ben. Oh, bist du böse, echt. Fass meine wertvolle Einrichtung nicht an. Das sind alles Sammler. Ja, Klappe. Lieber nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Sicher? Das glaube ich jetzt aber nicht. Alter Liche, läuft gerade einer von meiner Haustür mit den kurzen Hosen lang. Wir haben vielleicht draußen 1-2 Grad, wenn das überhaupt. Sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Oh, Mr. Dweck, der ist voll sad. Was, meine wertvolle. Ja, ich halt die Klappe. Spaß. Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Marquis de Hull. Marquis de Hull. Was, meine Wert, das. Klappe. Mann. Eine Uhr. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich's mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Was, meine Wert, das sind. So, was haben wir uns denn noch nicht angeschaut? Globus, Schreibtisch, Bilder, 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 Bilder. Jo, fehlt eigentlich noch Globus und Schreibtisch. Globus! Die Gelehrten nennen unsere Welt Seelens. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Oh. Was heißt Toilettenwagen auf Sächsisch? Globus! Ja, ich habe während gehört, der Schmerzverhalt die dann. Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Doch, das kann man, Cedric. Wenn jemand am Schreibtisch sitzt, eine Atombombe zündet. Meine wertvolle Eidas. Aber ich glaube. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meine Privatgemächern herum. Verstanden? Dann halt nicht, dann gehen wir halt wieder raus. Aber wir haben doch jetzt eine Axt im Inventar, vielleicht können wir damit das Seil abschneiden. Rennen mal wieder runter, die ganze Insel. Aber ich finde das immer eine echt erstaunliche Atmosphäre in The Whispered World, also. Das muss ich sagen, das ist echt quasi ein Geniestreich des Spiels. Also diese Atmosphäre, die mir durchaus auch mal ganze Gänsehaut bereitet, das ist wirklich nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht. Das ist wirklich sehr beeindruckend, fast schon beeindruckend. So, wenn wir jetzt die Axt nehmen und damit den Seil. Nein, nein, nein. Bei meinem Talent bringe ich. Was haben wir denn sonst noch? Haken, Leiter. Hä? Warte mal. Gehen wir wieder hoch, bitte. War mal. Ach, ich glaube, wir waren vorhin gar nicht in dem Haus drin, gell? So, gehen wir mal da rein. Da ist der Bando drin, ne? Schlüssel, Blume. Gehen wir da rein. Ich verstehe das gerade nicht, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Gibt's
Gibt's nicht noch andere Häuser hier irgendwo? Gehen wir wieder runter. Benutzen wir mal die Tür Sedwick, ne? Während wir ganz konstant gemütlich mit 30 FPS. Wahrscheinlich sind deshalb die Paths so schön klein. Verschlossen. Sagen mal, das kann doch nicht sein. Oder warte mal. Ach, wir können ja da sogar rein. Ach so, ja, das gibt ja dann ein bisschen Sinn sogar. Ich dachte, da können wir gar nicht rein. Ich dachte, das Haus ist nur so dekomäßig da. Ist gruselig. Was ist das? Ein Feuerstein? Drehen wir mal am Rad ein Ein bisschen, gell? Rad, wofür das? Nichts. Damit das Schade. funktioniert, muss die Fabrik wohl. Okay, Anzeigen schauen wir uns Sie auch sind nochmal aus, an. außer vielleicht. Jetzt habe ich es abgebrochen, sorry. Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Das ist sehr, sehr gut möglich. Oh Leute, es ist so ein ekliges Wetter. Also ich bin ja, ich weiß nicht, ich liebe Winter mit Schnee. Ja, das ist wirklich was für mich so. Weil Winter mit Schnee, da gehe ich auch gerne raus, ja, aber bei dem Pisswetter, ja. Das Problem ist, ich nehme halt auch echt zu. So, weil ich esse halt gerne viel. Und ich mag das nicht. Also ich mag Essen schon, aber ich mag nicht zunehmen, ne? Deswegen hasse ich dann so Wetter, wo man mega demotiviert ist und sich viel zu wenig bewegt. Weil irgendwie, ich esse immer viel zu viel. Ja. Feuerstein. Warte mal, vielleicht können wir ja mit dem Feuerstein irgendwie das Ding durchschneiden. Das wäre eigentlich eine Idee. So. Le Feuerstein mit Le Seil. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Den Pech habe, Seil können wir stürzt er die ganze vielleicht. Brücke ein. Aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Richtig. Jetzt haben wir ein Seil. Und vielleicht kann man ein Seil mit dem Haken. Und Ich dann können wir habe vielleicht einen die Glocke Haken und läuten ich oder habe so. ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Echt. Cool. Ja, ihr seht auch hier, ne? 4 Stunden insgesamt schon gespielt. Ja, Der Grantl B4 ist gerade online. Ah ja. Machen wir mal einen Umlauf, um das wieder zuzumachen. Rup. Vielleicht können wir das jetzt über die Glocke werfen und dann können wir an der Glocke läuten oder so. Dann lassen wir die Glocken läuten. Bim, bam, bim, bam. Oh je, ob das wohl klappt? Ach Ich so, bin komm auf schon, du kannst demselben ziehen. Ziel. Ich war Naja, gerade was voll habe ich schon zu verwirrt. verlieren? Das. Cool. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das. Das. Und genau da sieht man wieder schön der menschliche Körper. Der Körper allgemein ist zu viel mehr fähig, als man sich meistens zutraut. Und genau das ist das Beeindruckende und genau das sollte man nie, nie, nie vergessen. Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufweckst! Bando, nein, nicht weglaufen! Halt, stopp, ganz schnell hoch zu Bando, ganz schnell hoch zu Bando, ganz schnell hoch zu Bando. So, schneller ging es nicht zu Bando.
Bando weg? Nein. Machen wir die Katzen aus. Das sind auch ein bisschen viele, ne? Boah, jetzt ist ja noch schauriger. Aber jetzt kann man den Schlüssel bestimmt mitnehmen, oder? Nö, da liegt ein Socke auf dem Stuhl. Du alte Socke. Bäh. Boah, jetzt ist es noch schauriger. Naja, vielleicht, warte mal, mit dem Schlüssel kriegen wir doch jetzt bestimmt die Hütte auf, oder? Die, wo da oben am Weg war, ne? Na auf! Was war da unten? Oh, sorry, ich weiß nicht, das ist schlimm mit mir in letzter Zeit. Seit Weihnachten schlafe ich mehr und bin trotzdem müde. Das ist total abnormal. Das ist überhaupt nicht gesund. Schlüssel mit. Er passt. Jo, habe ich es nicht gleich gesagt. Was ist das denn? Ein Horn. Kann man das Horn blasen? Das Horn scheint verstopft zu sein. Vielleicht mit der Schaufel mit Horn? Das Horn benutzt man, insoweit reicht man. Echt? Was haben wir denn sonst noch? Wir haben einen Hocker, einen Taktstock, eine Schriftrolle. Schauen wir uns die Schriftrolle das mal hier an. Das scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ah je, armer Sedgwick. Taktstock anschauen. Ein Dirigentenstab für das Nebelhorn? Bando scheint die Sache offenbar sehr genau zu nehmen. Warte mal, können wir den Taktstock nehmen? Und können wir das nehmen? Der Grandelbart, der ist aber heute auch sehr. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Wir können jetzt vielleicht mit dem Taktstock das Horn blasen. Das Horn benutzt man, indem soweit. Mit der Leiter und dem Horn? Nein, danke, ich komme. Mit der Axt und dem Horn. Das Horn benutzt man in Suva. Kaputtes Zahnrad das und Horn. Horn. Feuerstein und Horn. Das Horn zu. Socke und Horn. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Taktstock und Horn. Zettel und ich Horn. Ich will es nicht noch. Abgegrast, ne? Ja, wie die Drogensüchtigen, die grasen auch immer alles ab. Gucken wir mal hoch zu ihm. Ah, vielleicht ist er weg und vielleicht können wir jetzt da hochlaufen? Oder so? Vielleicht. Boah, ich bin müde, ey, das ist abnormal. Was? Wer? Hallo nochmal. Du schon wie? Was willst? Bist du? Lass mich in. Hey! Oh, das fängt niemand. Brauchst du eine Leiter? Hey! Das sieht aus wie Fabrikeigentum. Ich hoffe, du. Nein, Wehe! Ich beob. Schaufel? Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Because I wanna ask you. Hey! Nein, das muss ein. Wehe, wenn doch! Ich beobachte. Zahnrad? Hey! Das sieht aus wie Fabrikeigentum! Ich hoffe, du läufst hier nicht rum und lässt irgendwelche Sachen mitgehen. Nein, das muss ein Zufall sein. Wehe, wenn doch! Ich beobachte dich! Jetzt greift ihr so langsam die erste allgemeine Verzweiflung um sich. Was soll ich da? Was soll. Warum ver. Was war. Aber wisst ihr was, wo wir jetzt mal hingehen? Ich hab noch eine Idee.
Immer weiter runterklicken, damit er ja nicht schimpft. Sag mal, Sedwick? Wieso macht er jetzt nichts mehr? Das heißt doch Punkt- und Klick-Adventure. Toll. Spiel aufgehangen. Ist jetzt die Frage, mache ich zwei kürzere oder einen längeren Part? Da kommt Dienstag, dann kommt Donnerstag um sie. Wisst ihr was, Leute? Ihr kriegt einen langen Part. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sorry für den Hänger. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao und bis.